Und dann ging plötzlich alles ganz schnell. Nach monatelangem Stillstand übernimmt Michel Barnier bei der offiziellen Übergabe das Amt des französischen Premierministers von seinem Vorgänger Gabriel Attal. Es geht darum, Antworten zu geben, so gut wie wir es können, auf die Herausforderungen, auf die Wut, auf das Leiden, auf das Gefühl, abgehängt zu sein. Der Republikaner war 4-mal Minister in Frankreich, EU-Kommissar und hat für die EU den Brexit verhandelt. Diese Erfahrungen sollen Frankreich nun aus der Blockade führen. Präsident Macron hat ihn zum Premierminister ernannt, in der Hoffnung, dass Barnier die gespaltenen politischen Kräfte hinter sich vereinen kann. In der Nationalversammlung gibt es seit den Parlamentswahlen keine klaren Mehrheiten. Barnier muss jetzt eine Regierung bilden und ausreichend Abgeordnete aus unterschiedlichen Lagern hinter sich bringen, sonst droht ihm die Abwahl mit einem Misstrauensvotum. Vom Linksbündnis kam direkt eine Absage. Die Linken sind als stärkste Kraft aus den Wahlen hervorgegangen und erheben selbst Anspruch auf das Premierministeramt. Die Wahl wurde uns gestohlen. Die Wahl des Premierministers missachtet den Willen des französischen Volkes. Auch entscheidend für Barnier könnte sein, ob Marine Le Pens Rassemblement National bei einem möglichen Misstrauensvotum gegen ihn stimmen wird. Auf Barnier warten komplizierte Aufgaben wie die Verabschiedung des Haushaltes. Er muss Frankreichs massive Verschuldung in den Griff bekommen.